bin da. Komm rein. Ah, okay. Die Spinnen kommen auch rein, ne? Ja, sehe ich gerade. Der wird schon mit. Geht doch raus, lass sie eingesperrt. Nee, ich mach hier einen gerade weg. Okay, dann komm ich rein. Vielleicht tot. Die ist tot. Ich bin vielleicht tot. Wenn du Rinde hast, kannst du gleich im Gerber-Dingens reinballern. Ja. Ah ja. Mhm. Alter, schon wieder eine Spinne. Ey, das kann doch nicht sein. Ich glaube, das hier ist Spinnenhausen. Und auch noch überlastet. Oh, ich brauche Hilfe. Wo bist du denn? Wo bist du? Ah, ich hör's. Nur nicht weg. Hier, rechts, 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 rechts. Kannst du mal auf der Map gucken, da siehst du sogar den, den Sturm. Mal, wie war das? Ah ja, was? Ah. Mit Q kannst du anvisieren. Nein! Nein, 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 bleib hier. Nein, du stürzt dich nicht. Ist freiwillig in den Tod gestürzt, um mit dir mitzugehen? Ja. Kann man eigentlich bergunter klettern? Das? So eine Scheiße. Müsste glaube ich auch gehen, aber ich glaube den Weg runter gibt es ja nicht, wenn man erstmal rum ist. Hier hinten runter, wo die Spinnen glaube ich auftreibst, da sieht es mir aus, wenn es da runter geht. Aber eindeutig eine Ausdauer. Ja, das stimmt wohl. So, Rinde ja 82, ja Rinde. Ja, sollte erstmal rein. Weiß nicht wie weit, sind ja erstmal nur 60. Leder, die da rauskommen, aber brauchen wir ja für die Klamotten und so ein Zeug alles. So. Kriegt dir alles rein, ne? Was ich da habe, so ein Holz und so. Jo. Und eine Kiste. Kopf, klopf gleich. Ich schwimme eine Runde und klopf ein paar Steine dabei. Das ist gut. So. Oh, 75 haben wir schon. Jetzt wollen wir nur noch die. Die Lehmgeschichte erstmal, Lehmziegel. Weil die kommen gleich. Was, ich hab's hier auch an. Ah, da ist er ja schon. Wo denn? Hier. Ich bring sie mit. Ach, andere Seite, hier komme ich. Und dann geflitzt. Blitz ich auf. Besorgt sie von hinten. Das macht ihn so ganz schön schnell. Ich habe auch einen schweren Finisher gerade ausgeführt. Ja. Ausweichen. Das habe ich noch nie gemacht. Ausweichen ist alt. Ah, aber du halt kannst einfach so drücken, dann hast du es hinter dir. Du musst es auch nie wieder tun. Ehrlich? Oh, nice. Okay. Schutz suchen, aber man kann hier noch nicht. Die Hütte ist ja noch nicht fertig. Oh, ich gehe nicht durch die Tür, ich kletter mal die Wände hoch. Ehrlich. Oh, wie schön. Sehe ich denn was? Schutz suchen. Ah. Läuft doch, was kann man sie hat? Du hast schon Schutz gesucht? Ja, aber. Geht so halbwegs, ne? Noch keine Türen drin, halbe Decke nur. Und davon reicht's. So, eins lasse ich auf, falls wir da nochmal aufs Dach wollen. Ich glaube, wir brauchen hier vorne nochmal eine Art Rampe. Sonst kommst du hier nicht zur Tür rein.
jetzt auf den Berg hier rum? Der Platz ist derzeit besetzt. Liegt hier noch irgendwas? Ich kann es rechts und links daneben bauen, aber vor die Tür kann ich es nicht bauen. Hier liegen tut dann. Ja, liegt ein Stein. Warte mal, ein Ast liegt hier. Jetzt habe ich. Probier mal jetzt. Nö. Nee. Okay. Vielleicht die Schlafsäcke zu nah da dran? Ich bin auf den Stein rum. Ich werde verrückt. Die Kisten kann ich jetzt aber nicht wegnehmen. Ja, man kommt doch aber so rein. Ja, das schon. Hier drüben kann ich auch eine dran bauen, ohne Probleme. Aber da hinten nicht. Warum auch immer. Die wahrscheinlich an der Kiste, ja. Ja, aber eigentlich, ne? Da lag noch ein Stock. Ach, deswegen. Sag mir nicht, weil da ein Stückchen liegt. Ich darf kein Treppchen hinbauen. Ne, das geht noch nicht. So, Bau war Dekoration, brauchen wir erstmal nicht. Überleben habe ich ein bisschen mitgemacht schon. Okay, der Türrahmen hat gestört, na klar. Ach so. Vielleicht geht's ja andersrum. Erst die Treppe setzen und dann den Türrahmen. Muss ja aber Prioritäten setzen hier. Jo. So geht's. Ah, wird's ein bisschen heller? Ich hatte auch den Eindruck, aber... Ah ja, ich sehe die Sachen. Die Sisan kann ich hier tatsächlich beim Rüstungsmacher und so, die kann ich zum Beispiel schon mal bauen. Okay. Das wäre ja nicht so schlecht. Kann ich euch mal hin und wieder was Nettes hinstricken sogar. Aber ist nur, was es dann nutzen können, ne? Das ist die andere Frage. Also bauen kann ich es auf jeden Fall. Die Kriegsbemalung und so ein Kram, das kann ich schon mal. Sehe ich hier gerade zufällig. Und eine Spinne in meinem Hatten. Steht da. Die Spinne. Was machst du denn da mit den armen Viechern immer? Ich hab mitgebracht. Warum? Ich mag keine Spinnensuppe jeden Tag. Ich mach langsam ein besseres Schwert hier. Oder was ist denn Ducken? C, glaube ich. Ah. Sehr gut, sonst kommen wir nämlich nie aufs Dach. Ja, nee, du Sacker, das ist wie bei Markt, du brauchst zwei freie Dachel. Leider. Ich könnte nochmal verbessertes Lagerfeuer. Oh, ein wendiger Lehrling. Gefährlich. Guten Abend. Den wünsche ich auch. Hallöchen. Hallo. Oh, hier los. Oh, Spinne, 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 Spinne. Spinn wohl. Gut dabei? Schon ich habe drei Spinnen an mir dran, Leute. Ich komme zu euch. Nein. Wo bleib kommst weg. Du denn? Da kommst du vielleicht vom Dach aus. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo ich bin. Ah, da seid ihr, okay. Geh mal aufs Dach. Mal sehen, ob wir vom Dach aus abknallen können. Keine Ausdauer mehr. Kann ich aufs Dach gehen. Ah, Moment, ich mach gleich einen Leiter. Ich sag's ungern, aber ich hab dann die vierte auch am Hacken. Kommst du denn, oder? Ja, ich bin da. Scheiße, ich hab keine Steine dabei. Mir fehlen fünf Steine. Jetzt kann ich keine Treppe bauen. Ich bin da. Komm rein. Die Spinnen kommen auch rein, ne? Ja, sehe ich gerade. Oh, der Wirbel kommt mit. Geht doch raus, lass die eingesperrt. Nee, ich mach hier einen gerade weg. Okay, dann komm ich rein. Vielleicht tot. Die ist tot. Ich bin vielleicht tot. Problem ist die Ausdauer. Muss man eine Biege machen. Oh, ich hab drei Stück hier an mir dran. Ich wär's mal kurz. Komm mal die Treppe hoch. Ich guck's eventuell nicht eine hinterher. Eine. Oh, die hauen ab. Ja, eine ist abgehauen. Zwei. Durch die Wand.
Jo, einer ist weg. Ja, ja. Ausdauer ist gerade alle. Ja. Wo sind die anderen beiden hin? Da hinten. Da hinten sind die beiden hin. Da rechts ist die nächste, Vorsicht. Das ist eine andere, das ist die, hier sind die anderen beiden. Ach so. Also die schon wieder neu gespawnt. Keine Ahnung, ist ja lästig. Hab ich ja eine schöne Stelle ausgesucht hier. Komm ich zu euch, Leute? Ja. Da fallen Dinge aus dem Loch. Der Sturm sieht jetzt richtig krass aus, ne? Jo. An dem Turm sind eben so etliche Gestalten runtergestürzt. Das ist nicht gut. Nee. Ich brauche mal einen von euch hier mit. Hier hinten gibt's nämlich Eisen und ich habe da Spinnen am Start. Also ich brauche mal einen von euch mit mir mit, bitte. Komm mal. Aber hier, links von dir. Schon der Spinne. Ja, ich sehe es gerade. Oh, die sind ja echt nervig. Komm, die einfach mit in die Hode rein. Und dann zoomen wir nach Flicken. PvE oder wer? Ja. PvE. Kommt einer mit von euch? Jetzt los. Was ist denn jetzt los? Alter, da ist ein. Da hängt was raus. Ist weg. Gott sei Dank. Bin nochmal wieder runter. Der eklig. Wie wir hier mit unseren Steinen hatten. Ja. Na egal, kommt wer mit? Ja. Ja, ich komm auch mit. Gar nicht so viel Platz, aber. Sie spielen wieder an der Hand. Eben. Ja, aber hier, komm, hier hinten ist nämlich schon wieder einer. Schon wieder gesehen, deswegen. Ja, sieht's auch. Oh, hier sind mehrere. Ja. Also eine war ja auf jeden Fall. Dann Ruhe schnell immer das Metall hier abkloppen können und dann hauen wir auch wieder ab hier. Da unten war sie. Ah, da kommt sie schon. Ja. Ich hab sie schon hier. Mit Anlauf zu beißt, dann wird es schon schwieriger. Mach mal, ich wickel mich noch gerade mal ein bisschen Verband ein hier. Müssen wir gleich mal abholen vom Strand, oder? Vermutlich. Das Schwert ist gleich kaputt. Gerade fest. Meins auch. Aber mit Stein denken. Aber vielleicht kann ich gleich ein neues Strand machen. Da kommt schon wieder was raus. Kannst reparieren. Es guckt ein bisschen weiter raus. Oder? Offenbar nicht. Es guckt immer so Tuck und andere. Nicht, dass es beim 28 mal einschlagen runtergefallen ist. Tja. Spinne. Nicht doch. Hier nicht scheiß Berg runterbrissen. Ja, könnt ihr mir dann mal ein Schwertchen umbauen? Ich? Achso, reparieren kann ich es auch wahrscheinlich. Reparieren ne? kannst du es selber, ja. Genau. An was Eisen war es das erstmal. Aber sehe ich jetzt auch nichts mehr. Bist du schon in der Charaktererstellung? Ich bin schon fertig. Ah, okay. Bitte, Profi. Was machst du? Männchen, Weibchen? Ich bin Weibchen. Noch eins. Warum nicht? Bisschen mal zu gucken. Was sind das für ein Spektakel, der da mal rum? Ja, tatsächlich, irgendwo ist da ein Blitz jetzt von dem eingeschlagen. Das macht so einen Krach. Und da will ich aber nichts mit zu tun haben, solange ich hier noch ein Steinschwert habe. Nein! Warum weg? Aber es sind jetzt zwei Wirbelstürme, guck mal. Kommt mal zu mir, hier vorne an der Kante bei unserem Haus. Ja, da hinten ist auch was. Nein, der hat gerade irgendwie angezündet. Links und jetzt rechts, nicht, dass hier gleich einer kommt, wo wir stehen. Haben wir auch mal einen schönen Wirbelsturm hier bei uns? Auf der Map siehst du jetzt nichts mehr. Stimmt. Wilde Flut wird dafür angezeigt. Was auch ja, das, wilde Flut. Das wird die wilde Flut sein. Wilde Flut? Was auch immer die wilde Flut ist. Na, das willst du glaube ich nicht wissen, was die wilde Flut ist. Wahrscheinlich nicht, ne? Ich verbinde mich mal kurz, dann gucke ich mal, ob wenigstens mal jeder ein vernünftiges Schwert hier schon mal kriegen. Eisen, Metallwaffen dauern noch ein bisschen. Metallwerkzeuge. Liegt noch eine Spinne in der Ecke bei uns in der Base. Ja. So, was hätten wir denn? Ich weiß nicht, ob es geht. Ich muss mal kurz testen. Oh Mist. Was wäre denn lieber eure Wahl? Ein Langschwert, ein Streitkolben oder eine Axt?
Oder ein Kurzschwert. Ja. Weil ich würde erstmal eins zum Testen bauen, ob das einer von euch nehmen kann. Ja. Also. Bau mal ein Langschwert. Ein Langschwert brauche ich mal. Testen wir es mal aus. Das ist eigentlich nichts falsch, glaube ich, mit dem Schwert. Wird gerade gebaut. Kann dann einer mal nehmen, gucken, ob er es benutzen kann. Dann würde ich noch zwei davon bauen erstmal. Ja. Ich muss aber noch den Rüstungsmacher bauen. Das ist ein aquilonisches Langschwert. Genau. Noch Steine über? Holz haben wir ja. Das nehmen, ich kann es. Ich kann es ausrüsten. Boah, das kostet sogar schon Energie, wenn man. Schick. Ja, mal 15. Hast du Steine hier noch zufällig? 15 auf der Wand. Ich hole dann mal was. Machen wir eben verbinden. Mal eine Spinne herholen, sonst. Ein Schwert testen. Jetzt will er wieder eine Spinne haben. Jetzt will er beim Heim. Eben hat er sich nur beschwert. So, Spinne. Lass mal eben den Q so irgendwie und dann kriegen hier. Weil er sieht uns ja auch nicht. Gelandet? Ja, eindeutig geht. Ach so. Mal, wenn es donnert, landet wilde Flut irgendwo. Ja, genau. Oh, rechts von uns ist sogar eine. Ja. Oh ja, sind einige hier oben. Ich auf der Karte eben auch gesehen. Ach, das sind ja die Wirbel da, ne? Ja, ja, das sind die Wirbel. Feuer, wo ist denn das Feuer? Das Feuer habe ich noch in der Tasche. Und das Essen? Das habe ich auch in der Tasche wahrscheinlich. Oh. Ich stelle mir hier das Feuer hier an der Seite hier. Oh, ja. Da habe ich auch, jetzt wo du das sagst. Ja, deswegen. Das ist direkt volle Treppe. Linken muss ich auch nochmal was. Hocke mal, 50 Fleisch da rein. Das Gejammer mal ändert. Kurze Frage, was sollte man denn. Beispiel? Gillen. Also für seine Attribute zum Beispiel. Was nimmt er da am besten? Du siehst ja bei deinen. Jeder sein Schwert in der Hand, ich komme jetzt mal spinnen. Siehst ja bei deinen Talenten. Das sind so Punkte zwischen, ne? Oder bei den Attributen, ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt. Attribute. Alter, was ist das? Ich sterbe gerade an der einen Scheiß Spinne. Ja. Was ich eben auch. Und jetzt. Ah, eine Hitze. Eine Ausdauer mehr, was soll denn? Oh, Alter, Schwäne, ey. Ja, faszinierbar. Und da kannst du ja mal durchlesen, was du da gerne hättest. Richtig. Also ich mach. Jetzt habe vier Stück mir rausgepickt. Das ist Beweglichkeit, Vitalität, Stehvermögen und Belastung. Erstmal von jedem den ersten Punkt erreichen. Und dann gucke ich mal weiter. Okay. Ich habe es möglichst. Ich habe es bisher immer ziemlich gleichmäßig verteilt, muss ich sagen. Ich will eigentlich von allen so mehr oder weniger den ersten Punkt erreichen. Mhm. Aber ansonsten Ausdauer ist nie verkehrt. Oh oh. Oh oh oh. Oh. Wilde Flut gleich einmal hinter uns. Wir müssen jetzt zum Strand. Wir haben noch keinen Weg runter gefunden, ne? Ich befürchte eins. Da, wo die wilde Flut ist, müssten wir auch gar nicht lang. Ja, lass mal gucken, was sie hat. Die Flut. Da ist kein Holz mehr drin. Naja, das ist mir nicht so schlimm. Ja, lass mal in die Richtung gucken. Ja, in die Richtung müssen wir auch. Ja, lass mal gucken, was vielleicht da geht's, ist. Vielleicht geht's da irgendwo runter. Wir müssen ja irgendwie nach unten kommen. Und denk daran, Spinnen! Fahren wir mal schnell in den Heildings ein. Moment. Oh Gott, wie lange wickelt er sich denn den Arm? Das ja, dauert immer ein bisschen, aber. Denk dran, bei Metall gleich Axt raus und mitnehmen. Wäre rechts runter? Ich guck mal, ob es irgendeine Möglichkeit gibt. Ja. Wir müssen ja irgendwie auch zu Fuß hier mal runterkommen, ne? Das wäre schon ganz geil. Da unten ist eine Schlucht, durch die wir hoch. Richtig, richtig. Mal aber ich glaube, auf der Seite sieht es mau aus, wenn dann auf der anderen. Und dann lass mal ausschwärmen zum Gucken, wo wir runterkommen. Wenn man was gefunden hat, brüllt der eine. Dann heißt es wieder, wo denn? Ja, hier. Naja, dafür haben wir ja die Maps jetzt. Oh, Spinne. Zwei Spinnen. Ja. Lass mal ausschwärmen, lass uns mal ausschwärmen. Ah, das ist nicht so gut. Lauf mal lieber weg vor dem Kack. Ich bin ganz rechts von der Karte, Entschuldigung, ich hab mich verlaufen. Ganz rechts ist er gut, da kommen wir dann auch. Da sind wir.
Wir sind nur im Landesinneren halt ein bisschen. Das ist so ein kleiner blauer Punkt, so ein kleiner See. Ja, sehe ich. Da wohnen wir. Ah, ich komme auf den Berg. Jo. Ja, na klar. So, jetzt muss ich erstmal Verbände anlegen, noch ein Nüche. Da muss ich erstmal hochkommen. Ja. Oh, hier sind das Spinnennester. Kein Wunder, dass wir die ganze Zeit Spinnen hier kriegen. Machst du kaputt? Hab ich hier eingesteckt. Esse ich zum Mittag. Ach so. Strafe. Genau, wenn die Spinne kommt. Sind das die, auf die ich vorhin rumgeprügelt habe? Wollte ich gleich abbauen. Spinnfäden, ja, kannst du einsammeln. Oder was kannst du Seide machen oder so. Oh, das ist sogar noch Metall, sehr gut. Oh! Da könnten aber Hunde oder so rumlaufen, Vorsicht. Das glaube ich. Ah, allein ist das natürlich nicht ganz ohne, ne? Nee. Kommt ihr zu mir? Hier ist irgendeine Figur drüben, da können wir auch mal hin. Demnächst. Ja. Ist halt dieser eckige Turm? Irgendein Schleichter über lang. Das ist doch irgendein Vieh. So ein komisches. Wir rennen da hinten rum. Ein Gargoyle ist das. Okay, es gibt keinen regulären Weg runter. Das ist also nicht entweder, so gut. Entweder bauen wir uns ein oder wir müssen tatsächlich hinterher wieder ein bisschen klettern. Fürs Erste. Scheiße. Weil hier geht's halbwegs, anders geht's wohl nicht. Ich würde den Weg hier nehmen, nach unten zu kommen, weil der geht. Eigentlich, da geht's sogar relativ gut, auch wieder hochzukommen. Ja. Relativ. Ja, immer mit kleinen Abschnitten zwischen, ne? Dann würde ich auch fast den Weg nehmen, den ich vorhin hochgekommen bin. Von mir aus. Der war etwas weniger. Und dann sind wir ja schon hier geht's. Ne, warte mal, wie kommen wir denn hier jetzt runter? Ach, Mensch. Naja, hochbringen können uns nachher der Fühlen hier runtergehen, geht ja. Frag mal den Typ da drüben, der hat Flügel. Schieß gleich auf den, dann kommt der rüber. Mit Flügel? Der kann fliegen. Ja. Der will mal. Ja. Sag ich doch, deswegen schieß ich auf ihn, dann kommt der rüber. Warum? Oh, hier geht's doch. Ja, du kannst hier auch an der Wand festhalten, ne? Ja, ja, das geht auch. Wie denn? Space ich habe Metall gefunden. Och nö! Was ist denn da? Kannst du dich an der Wand festhalten? Der ist schon ein Stückchen vor uns, der Führer hier. Mit der Fackel. Und die Fackel musst du wegstecken. Wenn du klettern willst. Oh, und der komische Typ guckt ein bisschen grimmig. Da hinten seid ihr. Der Fackel. Mhm. Ja, du. Na. Mal ein bisschen mehr Schaden. Ja. Oben dran an der Küste. Kästchen 8, da sind wir nicht. Wir sind in 7. Wir sind jetzt ganz im Südosten. Wir sind jetzt Mitte 7. Mhm. Wo bist du? Ich bin schon zu weit gelaufen anscheinend. Ja, wir kommen zurück. Mehrere Türme. Warte mal da. Und das ganze Kommando zurück. Ja, mal gucken, was hier oben so ist. Oh, ich bin auch schon hochgekraxelt, aber bei mir war es sehr enttäuschend. Und dann sind Türen eventuell rein. Turm. Oh, hier ist eine Kiste. Ach, ganz da. Oben auf dem Turm. Ehrlich? So enttäuschend. Bei mir war es enttäuschend. Oh, was hier oben drin ist, wenn ich schon bis nachher ganz oben kraxle. Zweimal fluchgrünes Färbemittel und ein paar andere Ressourcen. Fluchgrünes. Fluchgrünes. Ich würde es nicht benutzen. Warum kriegt dann einen Fluch? Wenn es schon so heißt. Wirst du verflucht. Scheiße. Fluchgrünes. Geh los. Oh, oh nein, oh, oh. Oh, bin ich fast gestorben. Huckaka. Bisschen abgehen. Okay, tot. Bleib mal stehen. Ja, ich bin tot. Was macht er denn da schon wieder? Oh, warte, ich bin
Südosten kann ich. Was ist denn, wenn ich nicht in meiner Bettrolle spawnen will? Geht nicht anders, ja, ich bin in der Base, verdammte Kacke. Ja, wir haben. Ich bin da. Wir haben. Wir können. Zurück erstmal zur Base. Hä? Wir können, wir kommen jetzt zurück. Ja, ich muss meine Ausrüstung holen. Hier nicht trinken erstmal? Ja. Du bist nur gestorben, kann noch einer mitbringen. Bei dem blöden Turm da. Ja, ganz in der Ecke ist er gestorben. Was hat er denn hingemacht? Ja, runtergefallen vom Turm. Austreten. Ja. Hier ist übrigens auch mein Spawnpunkt, ne? Achso, ja, dann war doch alles gut. Ja. Was ist er denn hier überhaupt? Oh, die so. Finger. Was? Leute, seid ihr noch da? Ja. Wir sind noch hier jetzt, ja. Ne? Ich sehe gleich da, ne? Ich bin gleich wieder da. Ja, dann. Jetzt noch einer sagt, wo meine Klamotten sind. Direkt an der Wand. Hast du? Hier. Können wir uns gegenseitig treffen? Nee. Gut. Ah ja. F. F mal vor Vorteil. Oben rechts siehst du übrigens so ein paar kleine Sachen, die du erledigen musst, ne? Hast du bestimmt schon gesehen. Nein. Ja. Nee, gut, Reise. Okay. Reise bei dir, ja, es steht was, ne? Ja. Muss ein bisschen abarbeiten, gibt ganz gut XP, glaube ich. Ja, das stimmt wohl. Aber jetzt in der Base, dann kannst du dich ja eh erstmal vernünftig ausrüsten. Wäre auch schon losgelaufen, aber ich glaube, ich finde es niemals wieder. Die Farbe steht natürlich. So. Nicht wieder. Eine dumme Kletterpartie mehr so, wo wir seid. Geht's? Okay, ja. Wo geht's lang? In dann Richtung Base gelaufen. Glaube ich. Alten Weg oder bist du wieder am Strand zurück? Nee, am Strand zurück. Oder wollen wir durchs, da seid ihr. Durchs Gebüsch? Nein. Du willst doch nur unter Wasser bei dem Turm, bei dem Dings da vorbeilaufen, bei der Flut. Ja. Okay, komm. Ein Hirsch. Scheiß da. Zerhäckselt ihn. Keine Chance hat er. Keine Chance. Ach, sie an. Die haben was. Das ist auch Kuschis. Wer hat Kuschis? Das ist auch ein Kuschis. Noch einer. Nicht zu mir. Lass mal schön treten. Gemach. Hast du die Kavallerie dabei? Wie die Geier, haben sie ihre Spitzhacken in der Hand und knüppeln auf dem armen Hund rum, du, ey. Da kommt noch einer. Wir laufen hier voll nicht rum, ich bleib mal. Dann gilt das Gesetz des Sterbens. Er ist schon tot, wird noch bearbeitet. Overkill. Ja, manchmal ist das Bremsen ein bisschen schwierig. Wo ist denn hier der Equine? Oh. Ja, links von uns. Was, irgendwie... über den Berg oder was auch. Das ist aber weit, oder? Nee, das hier gleich. Hm? Ja, hier links. Der Weg, an dem wir vorhin gegangen sind, ne? In der Tat, über den Berg. Ja. Die wilde Flut. Oder da, ja. Aber hier ist nichts Wildes. Doch, die Hühner. Die wilden Hühner. Ach, nee. Ruhig, ruhig, gut. Da hoch. Dann ist ein bisschen steil. Ja, ist in der Tat ein bisschen steil. Na gut, da kommen wir da diesmal nicht hin. Ich befürchte, wir werden das noch öfters erleben. Wir können jetzt ja mal am Ende des Weges links rumgehen. Vielleicht kommt man da irgendwie von der Seite hoch. Bett folgt. So, liebe Leute, den vierten Mann haben wir eingesammelt.
Dann fehlt eigentlich nur noch einer in der Runde. Der stößt dann demnächst noch dazu. Das soll es dann erstmal gewesen sein. Wir prügeln uns den Weg noch nach Hause und sehen uns beim nächsten Mal auf der Isle of Zipta. Danke fürs Zusehen. Denkt an den Daumen, wenn es euch gefallen hat. Und macht's gut. Bis denne. Ciao.